Kapitel 8 Feinde unter Gleichgesinnten. Der Weg weiter stand uns nun offen. Es war für mich eine unfassbare Überraschung gewesen, dass gerade ein anderer Mensch uns den Weg freigab, welchem wir nun folgen konnten. Und noch dazu ein Mensch, welcher sogar mit Tieren sprechen konnte. Ich hatte all die Jahre gedacht, dass ich wohl der einzige Mensch wäre, der Tiere überhaupt als Gleichgesinnte sah, doch heute hatte ich den Beweis erhalten, dass dies nicht stimmte. Und gleichzeitig schaffte es neue Hoffnung. Wenn noch mehr Menschen an die Gleichberechtigung glaubten, dann würde die Herstellung der Harmonie einfacher werden, als ich es je zu glauben gewagt hätte. Aber noch standen wir dem Ziel der Reise nicht nah. Gerade einmal die Hälfte der Gruppe hatte sich bis hierhin versammelt und zwei von uns waren diejenigen, die diese Reise begonnen hatten. Rondo zähle ich bei diesen Rechnungen mal nicht mit. Also hatten wir erst ein Drittel unserer neuen Freunde und Begleiter gefunden. Aber bis wir den oder die nächste treffen würden, würde es nun nicht mehr lange dauern. Und das alles dank dieser geheimnisvollen Frau. Vorsichtig traten wir alle heran an den Baumstamm. Nun, alle außer Rondo, der bereits auf die andere Seite geflogen war. Das größte Problem war eindeutig. Win. Gleichzeitig müsste er irgendwie das Gleichgewicht halten und wir mussten hoffen, dass der Stamm diesem Leichtgewicht standhalten konnte. Ich wollte gerade vorschlagen, dass er als letzter gehen sollte, damit, falls der Stamm brach, alle anderen schon auf der anderen Seite waren. Aber Ecke hatte andere Pläne. Der Stamm sieht recht stabil aus. Lasst uns einfach alle schnell rüber, dann dürfte es keine Probleme geben. Ich hätte gern widersprochen, aber natürlich war seine neue beste Freundin sofort da, um ihn zu unterstützen. Gut, je schneller wir uns von den Menschen entfernen, desto besser. Auch Vin schien keine großen Probleme zu sehen, also wäre ich mit meiner Meinung ja ohnehin überstimmt worden. Ich sah erst einmal zu, wie Mira als erstes auf den Stamm sprang, dicht gefolgt von Ecke. Auch Vin schaffte es, sich hochzuhieven und folgte. Erst oben auf der notdürftigen Brücke merkte ich erst, wie tief und weit die Schlucht vor uns tatsächlich war. Wir mussten definitiv vorsichtig vorgehen. Aber auch während ich über dies nachdachte, wurde ich schon wieder mental überstimmt, als Mira und Ecke sorglos losliefen, als gäbe es keine Probleme auf der Welt. Vin ging die Sache langsamer an, aber auch eher, weil er einfach nicht schneller konnte. Doch schon nach wenigen Metern hörte ich ein leises Knacksen. Ich glaube, der Stamm ist morsch, beeilt euch! Als hätte ich es heraufbeschworen, brach auf einmal der Baum unter uns ein. Es war eher ein Reflex als eine Reaktion, als ich wie in Trance versuchte, eine Brücke aus dem harten Felsen wachsen zu lassen. Eine Aufgabe so schwierig, dass Ecke es mich nicht einmal hatte versuchen lassen. Und es war keine schwere Aufgabe. Ohne große Mühe entstanden Ranken, die unseren Sturz abfingen und nun eine Brücke nach oben auf die andere Seite bildeten. Während wir alle uns hochbewegten, sprach ich kein Wort. Ich versuchte, meinen Fokus voll und ganz auf den Ranken zu halten, was ohnehin schwierig genug war, so wie meine Gedanken in diesem Moment kreisten. Erst als alle sicher am Rande der Schlucht waren, sprach Ecke mit mir und löste meinen Fokus. Das war super, Jason, du hast uns das Leben gerettet. Endlich hatten meine Gedanken den Freilauf, den sie gerade brauchten. Ja. Aus einer Situation, in die wir ohne dich nie gekommen wären. Kurz wirkte er völlig perplex. Wie? Was meinst du? Wenn du nicht zu stolz gewesen wärst, um es mich früher probieren zu lassen, dann wären wir schon seit Stunden hier drüben. Und wenn du nicht so unverantwortlich losgerannt wärst auf diesem Baumstamm, wenn du dich von der Frau nicht hättest sehen lassen, wenn du einfach mal irgendwas richtig gemacht hättest. Ich erwartete nicht auf Verständnis zu stoßen und dies geschah auch nicht. Ja, ich habe dir vorhin gesagt, dass es vergeblich wäre, aber trotzdem bin ich nicht schuld daran, dass du es nicht versucht hast. Und wenn ich etwas zu sagen gehabt hätte, wäre der Stamm auch nicht gebrochen. Dass die Frau mich gesehen hat, war ein Glücksfall. Du denkst nicht rational, Jason. Ich denke nicht rational. Rubin, ich habe das Gefühl, dass du selber gar nichts mehr mitbekommst. Du bringst uns in solche Schwierigkeiten aus reiner Achtlosigkeit und ich denke nicht rational?
Was ist in den letzten 24 Stunden mit dir passiert? Ich erkenne dich nicht wieder. Natürlich schalteten sich auch Mira und Vin in die Debatte ein. Vin wollte offensichtlich einfach den Streit schlichten, so schnell es ging. Es ist doch nichts passiert. Einem geht's gut und wir sehen's ja, also lasst uns einfach weitergehen. Eckes neues Anhängsel stellte sich natürlich sofort wieder auf seine Seite. Du erkennst im Moment nur, was du erkennen willst. Gib ihm nicht die Schuld für alles Schlechte, was uns passiert. Kurz wirkte es noch so, als suche Ecke nach Worten, jedoch schien er sie schnell gefunden zu haben. Wenn du mich nicht mehr wiedererkennst, weißt du, was dann das Problem ist. Dass du geglaubt hast, mich zu kennen und es wirklich zu tun. Ich bin derselbe, der ich immer war, und wenn du das nicht akzeptieren willst, dann werde ich nicht mein Problem daraus machen. Du lügst und das weißt du selber. Den Wolf, den ich kannte, Ecke, gibt es nicht mehr. Und stattdessen bist nun du hier. Eckes Sicht. Stattdessen bist nun du hier. Hatte ich mich so sehr an meinem besten Freund täuschen können? Wieso dachte er auf einmal so über mich? Ich hatte mich nicht verändert, auch wenn er nun hier stand und es behauptete, ohne irgendwelche Gründe. Ich verstand einfach nicht, wieso er sich auf einmal so verhielt, doch ich spürte in meinem Inneren den Zorn aufkochen. Weißt du, Jason, wie wäre es, wenn du einfach einmal logisch nachdenkst? Dass ich mich innerhalb von einem Tag so verändere. Oder dass du Erwartungen hattest, die nichts als Scheiße sind. Was hast du denn von mir gedacht? Dass ich immer genau deiner Meinung wäre. Dass ich nicht für mich selber denken würde. Nein, ich dachte nur, dass du verantwortungsbewusst wärst. Aber ich habe mich wohl in dir getäuscht. Diese Reise zeigt wohl das wahre Gesicht von den Wesen nicht. Zum ersten Mal heute stimme ich dir zu, wie anders die Dinge auf einmal aussehen. Ohne auf eine Erwiderung zu warten, schritt ich nun weiter in Richtung des Plateaus. Dieses Gespräch war für mich zu Ende, egal ob Yasuo noch etwas zu sagen hatte oder nicht. Ich hatte genug gehört, um zu wissen, wie die Dinge nun standen. Und so düster die Lage auch war und so frustriert ich mich auch fühlte. Es gab auch etwas Positives. Ich denke, dass Yasuo genauso wusste wie ich, dass ich am Ende der Reise eine Entscheidung treffen müsste, wenn wir Erfolg hatten. So wie Mira der Menschheit gegenüberstand, müsste ich mich entscheiden, bei Yasuo zu bleiben oder bei ihr. Ehrlich gesagt wirkte diese Entscheidung bereits vorher sehr eindeutig für mich. Doch diese vorige Konversation half mir noch weiter. Denn nun müsste ich nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Yasuo alleine zurückließ. Als ich nun gerade über Mira und Yasuo nachdachte, gesellte sich Erstere zu mir. Geht es dir gut, Rubin? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, dass nicht alles in Ordnung ist, muss ich dir nicht erklären. Aber ich werde drüber hinwegkommen, also mach dir keine unnötigen Gedanken. Ich brauche einfach etwas Abstand von ihm. Okay. Soll ich dich auch in Ruhe lassen? Wenn du bleiben willst, nicht. Ich kann wahrscheinlich etwas Ablenkung vertragen. Als ich ihre Freude über diese Aussage spürte, wurde ich lockerer. Auch wenn ich Yasuo als Freund wohl verloren hatte, würde ich nicht alleine sein. Sag mal, Rubin, was meinte Yasuo eigentlich vorhin, als er dich Ecke genannt hat? Ach ja, so hat mein Mensch mich immer genannt. Ich bin ja ohne Erinnerung aufgewacht und kannte meinen Namen nicht. Deswegen habe ich bis zu Beginn der Reise den Namen Ecke getragen und so nennt mich eben auch Yasuo und so kannte er mich. Was er damit sagen wollte, war wohl, dass ich mich in seinen Augen verändert hätte, seitdem ich nicht mehr bei einem Menschen lebe. Aber selbst wenn das stimmt, es ist doch nichts Schlechtes, oder etwa doch? Menschen haben einfach keinen guten Einfluss. Sie sind schlechte Wesen. Nach den Dingen, die erst vor Minuten geschehen waren, ergaben diese Worte in meinen Ohren einfach keinen Sinn. Wie konnte sie immer noch alle Menschen für schlecht halten? Erst vor Minuten hatte eine von ihnen uns den Weg geebnet und uns Tage der Reise erspart. Und was war das gerade eben? Hat diese Frau uns geschadet? Nein, das hat sie nicht geschafft, aber versucht hat sie es. Sag mir jetzt bitte nicht, dass du denkst, dass es ein Versehen war, Rubin. Meine Nerven waren bereits genug strapaziert von allem, was zuvor geschehen war, so, dass ich nicht wirklich die Energie für so einen Streit hatte. Und doch, ausweichen konnte ich ihm auch nicht.
Natürlich war es das. Woher hätte sie denn wissen sollen, dass gerade dieser Stamm morsch war? Es ergibt keinen Sinn. Was mich beinahe noch wütender machte als die Behauptung selber, war der traurige und verzweifelte Unterton in ihrer nächsten Aussage. Bitte, Rubin, du musst versuchen, aus deinem verzerrten Weltbild zu entkommen. Deine Vergangenheit beeinflusst dich zu sehr. Natürlich beeinflusst mich meine Vergangenheit. Aber nicht mehr als dich. Du hast Menschen, weil sie dir deine Familie genommen haben. Ich glaube an das Gute in ihnen, weil sie mir das Leben gerettet haben. Deine Motivation ist nicht richtiger oder logischer als meine. Es war nur ein Mensch, der dich gerettet hat, Rubin. Es war eine Ausnahme. Ach, und wie viele waren damals bei dem Angriff beteiligt? Ich kenne Menschen. Es waren maximal 3, habe ich recht. Etwas verlegen gab Mira zu. 2. Es waren 2. Siehst du, du musst doch selber merken, dass deine Argumentation einfach keinen Sinn ergibt. Dass ich Menschen vertraue, ist weder irrational noch verantwortungslos. Ich würde nie behaupten, dass du Menschen nicht misstrauen darfst nach allem, was du erlebt hast. Also versuch nicht, mir zu sagen, ob ich ihnen vertrauen darf oder nicht. Es kam keine Antwort mehr nach dieser Aufforderung. Stattdessen ließ sie sich etwas zurückfallen und gesellte sich wieder zur Gruppe. Ich nun vollkommen allein an der Spitze. Ich war selten mit so vielen Wesen in einer Gruppe gereist und trotzdem hatte ich mich nie so einsam gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass von ihnen allen nur Hass ausging. Selbst diejenigen, denen ich am meisten vertrauen sollte, standen gegen mich. Auf dieser Reise sollte ich wohl nicht glücklich werden. Aber so ganz stimmte meine Aussage gerade auch nicht. Es gab einen, von dem ich keinen Ausdruck des Hasses empfing. Eher im Gegenteil. Auch wenn er kein Wort sprach, bemerkte ich eindeutig Verständnis und Mitleid von demjenigen, den man am wenigsten damit verbinden würde. Rondo. Gerade er schien Verständnis für mich zu haben und meine Gedanken zu verstehen. Und das, obwohl er eigentlich der Feind der Menschen war, welche ich nun verteidigte. Aber auf dieser Reise war wohl alles anders, als es zunächst schien. Würde ich Glück finden, würden wir Erfolg haben. Mit der derzeitigen Teammoral standen unsere Chancen alles andere als gut. Meine Hoffnung lag in diesem Moment völlig auf unserem nächsten Begleiter, den wir auf dem Plateau treffen würden. Wenn es ein Tier wäre mit einer Persönlichkeit wie Vin, welches jedoch auch seine Stimme etwas öfter erheben würde, könnte dies vieles ändern. Wenn wir allerdings auf ein Tier treffen würden, welches selber nur Hass verbreitete. Ich bezweifelte stark, dass wir die Mission in diesem Fall noch fortsetzen könnten. Aber andererseits konnten wir auch nicht einfach stoppen. Gerade nachdem wir die Kraft des Sonnensturmes gespürt hatten. Es durfte einfach nie etwas einfach sein. Unbekannte Sicht. Vor 100 Jahren. In diesem Tempel soll also der Schlüssel zum Ende der Menschen liegen. Nun gut, nun gut. Ich vertraue dir. Lass ihn uns betreten. Gemeinsam ging ich und mein Freund einen langen Gang entlang, der uns am Ende in einen großen Saal führte. Ein mächtig wirkendes Podest mit einem seltsam glühenden Kristall war in seinem Zentrum. Sofort nahm ich das Stück an mich. Doch ohne jegliche Vorwarnung konnte ich mich nicht mehr rühren. Was soll das? Was ist dieser Kristall? Das Letzte, was ich sah, war ein Blick voller Mitleid und doch Entschlossenheit, bevor mehrere Menschen in den Saal stürmten, der mein ewiges Gefängnis werden sollte.